1, 2, 3, 4, 5 Zahlenblocks, 6, 7, 8, 9, 10 Zahlenblocks. 1 und noch einer sind 2 und noch einer ist die 3. 5, 4, 3, 2, 1, Zeit für etwas Zahlenspaß. Du kannst auf uns zählen, wir sind die Zahlenblocks. Zahlenblocks. Wenn ihr es alle bequem habt, dann fange ich jetzt an. Kapitel 11. Treffer versenkt. Das Spiel steht mit einem Unentschieden von 10 zu 10 kurz vor dem Abpfiff. Aber dieser Freistoß könnte alles entscheiden. Ich bin die 11 und ich liebe Fußball. Ihre Zahlenblöcke dort stehen für einen Zehnerblock und einen weiteren Block. 10 und 1, das ergibt 11. Die Verteidiger, die vereinigten Einser, bilden eine Mauer. Eine 10. 10 Einser. Und noch eine im Tor heißt, 11 sind zu schlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und noch einer, das sind 11. Sie schießt, sie trifft. Eine 10, eine 1. Es kann nur eine 11 geben. Kapitel 12, der Rechteckschwarm. Yeah! Willkommen zu der Rechteckschwarm. Applaudiert mal extra warm. Yeah! Ich bin die 12 und ich bin ein super Rechteck. Das bedeutet, ich kann zu ganz vielen verschiedenen Rechtecken werden. Zeig uns, was du drauf hast. Und los! Ich bin die 12. Ich bin 10 und 2. Und ich bin 3 Blöcke mal 4 Blöcke. Ich bin ein Rechteck. Rechteckstrahlen. Drehung. Ich bin 4 mal 3. Wechsel. Ich bin 2 mal 6. Drehung. Ich bin 6 mal 2. Wechsel. Ich bin 12 mal 1. Das bedeutet, ich bin genauso 12 einzelne Einser. Kapitel 13. Ups, ich Pechvogel. bereit 1? Bereit 13. Oh, tut mir leid. Meine 3 fällt immer runter, wenn jemand 13 sagt. Also gut. Aller guten Dinge sind 3. Ich bin 10 und 3. Ich bin 13. Oh. 10 und 3. Ich Pechvogel. Kapitel 14. Ab auf Talfahrt, Kumpel. Basis 10. Plus 4. Ergibt die extreme 14. Jetzt passt mal auf! 14! Halt! Warte! Die Strecke ist zweigeteilt dort! Mach dir nicht ins Blöckchen! Ich bin die 14! Ich hab nicht einfach nur Glück, ich bin eine... Doppel-7! Ich hab doppeltes Glück! Das war ganz stark! Kapitel 15. Der Mantel des Schweigens. Still, still! Agentin 15. Sie kennen mich vielleicht noch als 10 und 5. Aber ganz im Vertrauen, ich bin auch noch 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ganz genau, ich bin die total tolle Treppentruppe. Auf ganz geheimer Spätabendmission. Schritt 1, aufräumen. Schritt 2, Kakao schlürfen. Schritt 3, unsere Zähne putzen. Schritt 4, ins Bett legen. Schritt 5, eine schöne Gute-Nacht-Geschichte lesen. Auftrag erfüllt. Gute Nacht.